Freunde, Bürger Roms, in unserem heutigen Video geht es um Aufstiegshilfe oder nicht. Wer kennt nicht das leidige Thema um die Aufstiegshilfe? Allen voran erstmal, ja, es ist auf jeden Fall sinnvoll, über eine Aufstiegshilfe aufzusteigen, weil es den Pferderücken entlastet und ich keine seitliche Belastung auf meine Dornfortsätze kriege. Ganz viele Leute haben so diese Dinger und den stellt man irgendwo in die Ecke und wenn man dann aufsteigen will, tragen sie dann ans Pferd, stellen den da her, möchten dann da drauf klettern und sobald die da drauf klettern, geht das Pferd weg, dann klettern die wieder runter, stellen den wieder ans Pferd, klettern wieder da drauf. Sobald die da drauf klettern und so weiter, wird das ein super Fitnessprogramm. Und nach ungefähr 3 Monaten bist du gärtenschlank, hast solche Oberschenkel und bist richtig fit, nur leider noch keinen Tag geritten. Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, es gibt auch die Pferde, die bleiben stehen. Da trägt man die Aufstiegshilfe hin, klettert darauf, steigt dann aufs Pferd und reitet los und die Aufstiegshilfe steht am zweiten Hufschlag und dann gibt es da nicht eine Aufstiegshilfe, die alle nutzen. Nein, da hat jeder seine eigene. Und plötzlich steht eine von der Nadine, von der Steffi, vom Thomas, vom Robert, von der Melanie und der Sandra. Und die untere Halle muss eigentlich gesperrt werden. Es reiten alle nur noch oben auf dem Zirkel, weil der Hufschlag voll steht. Was kann ich dagegen machen? Erstens, wir brauchen keine Aufstiegshilfe bei uns. Beziehungsweise wenn wir die nutzen, dann steht die am Zaun oder wir sitzen auf dem Zaun oder der Bande und lassen das Pferd herantreten. Was meine ich mit herantreten? Ich meine, ich lasse mich abholen. Das heißt, ich stelle meine Aufstiegshilfe irgendwo hin. Natürlich bei uns in der Halle direkt an die Bande. Und jetzt führe ich aber nicht mein Pferd dahin, sondern ich steige einfach auf meine Aufstiegshilfe. Wo auch immer, mein Pferd kann da stehen, wie es will, vollkommen egal. Ich schicke mal mein Pony zur richtigen Seite, weil ich möchte von hier abgeholt werden. Schubse ihm die Hinterhand rum. Zack. Und jetzt steht er ein bisschen blöd da. Und jetzt greife ich darüber und sage, schupp, hol mich bitte ab. Dankeschön. Und mein Pferd rangiert an mich heran. Ich kann da jetzt theoretisch aufsteigen und kann losreiten. Überhaupt kein Problem. Also nicht ich bringe die Aufstiegshilfe zu meinem Pferd, sondern mein Pferd tritt an die Aufstiegshilfe heran. So, und jetzt haben wir gerade gesehen, der dockt da einfach an. Das bringt mich nämlich zum nächsten Punkt. Wenn mein Pferd blöderweise mit dem Kapalgelenk an diese Ecke schlägt, extrem blöd, wenn er dooferweise da reintritt, hängt sich ein, das Ding fällt um, ich fall mit dem um, bricht er sich vielleicht die Beine. Es gibt aber Alternative, wenn ich sowas überhaupt brauche, die zeige ich euch jetzt. Gleich vorweg, ich werde nicht gesponsert von einer Firma für dieses Video. Es gab aber mal eine Firma, die hat eine super Aufstiegshilfe hergestellt. Von der habe ich meine Idee abgekupfert. Ich habe mir da einfach aus sogenanntem Styrodur, das ist wie Styropor, nur stabiler, Styrodur, die Platten hergeschnitten, aneinander geleimt und mit so einem Grasteppich eingepackt. Außenrum Ducktape, weil hey, Cowboy richtet alles mit Ducktape. Er hat halt ein bisschen ein Wasserproblem, wenn es wirklich regnet, ist er nicht ganz dicht, aber grundsätzlich tut er seinen Dienst. Er ist super leicht, man kann ihn leicht wohin tragen, wiegt nicht mehr als so ein Styropor-Pack und mein Pferd kann sich nicht verletzen und es kann nichts passieren. Ist auch nicht schwerer als mein Holzhocker. Ich kann da draufsteigen, zack, lass mein Pferdchen anrangieren und sage ihm, bitte hol mich ab. Komm, auf, danke schön, genau. Schubs die Gams und schon kann ich auf mein Pferd steigen. Was der Vorteil von diesem Prinzip ist, des Abholens. Mein Pferd kommt zu mir und sagt, hey, soll ich dich mitnehmen? Komm, lass uns reiten. Ist eine ganz andere Herangehensweise, als wenn ich zu meinem Pferd sage, jetzt bleib mal da bitte stehen, ich kletter auf deinen Rücken. Warum ist das so ein großer Unterschied? Ganz einfach, wir haben ganz oft Jungpferde, die, ja, ich sag mal, ich drück's mal höflich aus, die daheim schon so ein bisschen vermurkst worden sind. Weil der Besitzer gemeint hat, er muss rumspielen, dann ist er das erste Mal runtergefallen. Naja, und dann ist halt in die Binsen gegangen und wurde immer schlechter. Irgendwann ist das Pony dann bei uns und wir sollen dann halt die Kohlen aus dem Feuer holen.
Ich gehe aber her und sage meinem Pferdchen, bitte hol mich ab. Das heißt, wenn mein Pferd sagt, hey, Moment mal, das wird ja reiten. Mit Reiten bin ich aber nicht einverstanden, finde ich blöd. Dann wird er mich nicht abholen oder nur zögerlich. Das heißt, wenn mein Pferd, ich sag mal, Montag, Dienstag Mittwoch mich gut abgeholt hat und sagt, ja, komm, steig auf, mach mal was. Ich aber am Mittwoch irgendeinen weiteren Schritt gemacht habe, ich sage jetzt mal, ich bin das erste Mal galoppieren gegangen, mein Pferd hat keine Balance, hat ein bisschen Angst, war ein bisschen viel Stress, hat ein bisschen Muskelkater, was auch immer, dann wird sich der am Donnerstag hinstellen und sagen, ah, du willst reiten, dich nehme ich nicht mit. Ich habe also sowas wie Stimmungsbarometer. Natürlich muss er mich trotzdem abholen, aber ich bin dann zufrieden, wenn er herantritt, ich steige auf, steige wieder ab, räume dann weg. Oder ich gehe heute nicht galoppieren, weil er mir ja mitteilt, gestern war das Training ziemlich Müll. Ich glaube, das mag ich heute nicht mehr haben. Also kann ich auf die Stimmungslage meines Pferdes reagieren. Muss ich immer auf die Stimmungslage meines Pferdes reagieren? Nein, aber wenn ich das Training beobachte und stelle fest, am Donnerstag holt er mich nicht wirklich ab, am Freitag wird es noch schlechter, am Samstag sagt er, ey, fahr mit dem Bus, ich nehme dich nicht mehr mit, dann muss ich auf jeden Fall darauf reagieren und mein Training umstellen, weil er teilt mir ja mit, ich hole dich nicht freiwillig ab. Dann sollte ich auf jeden Fall was im Training ändern. So, noch besser funktioniert es natürlich ohne Aufstiegshilfe, sondern einfach nur zum Beispiel mit einem Panelzaun. Ich kletter da drauf, zack, drehe meine Beine in die gewünschte Fahrtrichtung, zupfe an mein Pferd und sage, ey Pony, hol mich bitte ab, zack. Mein Pferdchen tritt heran und ich kann losreiten. Das ist bei uns der Anfang, so lernen wir unsere Jungpferd, dass uns bitte vom Zaun abholen. Und ja, wir fahren da super gut damit. Vor allem, weil ich mein Pferd auf zwei Seiten vom Auge her trainieren kann. Also er hat ein Bild auf dem Auge. Und wenn ich aufsteige, hat er auch ein Bild auf diesem Auge. Und ich gehe auf Nummer sicher, weil wenn der jetzt einfach hektisch wird und losläuft, mein Hauptgewicht ist immer noch am Zaun. Und wenn er mal wirklich abhauen würde, würde mein Pferd losgehen und ich bleibe aber am Zaun. Zack. Er sagt, ups, ich habe den Cowboy verloren. Ich sage, ja, Dicker, komm, hol mich wieder ab. Jupp. Und er rangiert wieder an. Das ist natürlich Training. Wer da Interesse dran hat, wir bereiten ein Video vor für unseren Mitgliederbereich. Da zeigen wir euch, wie man das ganze Ding da einbaut, dass euch eure Pferde sicher abholen und ihr Stimmungsbarometer in eure Pferde bekommt.